Hi ihr Lieben, ich war im Urlaub und habe danach gut erholt und voller Elan bei Zara, H&M und Mango Frühlings- und Sommersachen bestellt, als gäbe es keinen Morgen. Ja, und heute zeige ich euch die Perlen meines Einkaufs. Es war auch viel Schrott dabei, erwartungsgemäß, aber einige Teile haben eine mega Qualität und wirken viel teurer, als sie sind. Einzelteile hatte ich auch schon im Urlaub dabei, habe ich also davor bestellt und habe doch einige bewundernde Blicke dafür erhalten. Vielleicht habe ich es mir auch eingebildet, aber ich fand mich jedenfalls super in dem Teil. Ja, also während ich euch die Teile zeige, werde ich auch dazu sagen, worauf ich immer achte, wenn ich in Günstigketten wie H&M oder Zara einkaufe, damit ich die Teile auch wirklich trage und sie auch viele Jahre halten. Also ich starte mal damit, dass ich immer sehr auf Naturmaterialien achte. Wer mich länger kennt, weiß das, weil ich einfach keine Lust auf Schwitzi-Polyester habe. Vor allem nicht im Sommer und vor allem nicht bei Oberteilen und Kleidern. Dankeschön. Und ich habe so viele tolle Teile aus Leinen gefunden. Ich persönlich liebe Leinen im Sommer, einfach weil es so angenehm auf der Haut ist bei Hitze und es sieht auch immer sehr edel aus. Also mir ist wichtig bei Leinen, dass es weder zu dick noch zu dünn ist. Zu dick ist mir zu warm bei Hitze, zu dünn ist leider schnell durchsichtig. So, und diese Leinenteile, die ich euch jetzt zeige von Mango, sind genau richtig von der Dicke her. Ich fange mal an mit diesem Wickelrock, den ich heute trage. Ich finde, das ist ein super Basic für den Sommer. Absolut zeitlos. Wickeleffekte werden, glaube ich, nie out sein. So, man kann diesen Rock kürzen. Der ist relativ lang. Also, ich bin 1,72 übrigens. Wenn ihr zum Beispiel 1,60 seid oder 1,55, dann könnte der ein bisschen zu lang sein. Aber den kann man ganz leicht kürzen, weil da jetzt nicht irgendein kompliziertes Muster oder irgendwas dran ist. Und dann komme ich auch schon zu meinem ersten Tipp. Schaut bei den Günstigketten nicht auf die Außenschildchen bei der Kleidung. Da wird oft etwas versprochen, was das Kleidungsstück nicht einhalten kann. Zum Beispiel bei Leinen, da steht Leinen draußen drauf und dann guckt man rein ins Pflegeetikett und da steht, besteht das Teil zu 60% aus Leinen und vielleicht 40% aus fiesem Polyester. Toll. Ja, also diese Außenschildchen sind reines Marketing. Hier zum Beispiel Join Life, yo. Ich gucke immer direkt nach innen, nehmt die Brille mit zum Shoppen, falls nötig. So, hier 100% Baumwolle, check. Das Teil zeige ich euch auch gleich noch. Dieser Rock besteht zu 100% aus Leinen, wird vielen Frauen stehen, weil diese Wickeleffekte einfach universell schmeichelhaft sind. Sie zaubern Taille, sie kaschieren einen kleinen Bauch. Ja, und der kostet 39 Euro. Et voilà. Ich zeige euch jetzt auch noch mal ein Schrottbeispiel, ein sehr ähnlicher Rock von Zara. Der ist so hauchdünn, billigst produziert. Das ist ein Leinenmix, Leinen-Viskose-Mix meine ich. Der Schlitz ist viel zu lang. Unterhosenblitzer vorprogrammiert. Also das Ding ist einfach total sinnlos. So, und dann mache ich mal weiter mit Leinen von Mango. Dieses Crop Top besteht auch zu 100% aus Leinen und ist super für alle, die mit Crop-Schnitten liebäugeln, aber nicht den gesamten Bauch raushängen lassen wollen. Wenn man dieses Top mit einer hochsitzenden Hose kombiniert, wie zum Beispiel dieser Paperbike-Hose hier von Mango, auch 100% Leinen, komme ich gleich noch zu, dann sieht man kaum Haut. Es wirkt dezent sexy, bisschen besonders einfach und man kann auch noch einen Blazer drüber ziehen, dann wird es noch züchtiger. Gut sind hier die verstellbaren Träger, das ist auch wichtig, da sparen auch viele günstig Anbieter. Die Kräuselung hinten, das machen die auch gerne in den Günstigketten, weil es dann einfach mehr Frauen passt. Aber es ist natürlich auch gut, weil es so besser auf Figur sitzt. Und an der Seite der Reißverschluss, der ist auch sehr gut verarbeitet. Der ist verdeckt, das ist auch wichtig. Da wird auch manchmal gespart. Und wenn man halt so einen Reißverschluss rausblitzen sieht, sieht billig aus und wurde billigst produziert. Und bei den Knöpfen muss man immer aufpassen, bei den Günstiganbietern. Oft fallen sie schon ab, wenn man sie nur anschaut. Bei den Teilen, die ich bestellt habe, die ich euch heute zeige, sind die Knöpfe alle in Ordnung. Bei höherpreisiger Ware ist hinter dem Originalknopf oft noch ein kleiner Knopf zur Unterstützung. Ich weiß nicht, wie man das in Fachkreisen nennt, aber das kann man den Günstiganbietern nicht erwarten. Aber wenigstens sollten die Knöpfe vernünftig angenäht sein und der Faden sollte auch die gleiche Farbe haben wie das Kleidungsstück, sonst sieht es billig aus. Das Top kostet 26 Euro. Diese Paperbike-Hose ist mit 49 Euro nicht ganz so günstig, aber die wirkt wirklich teurer als sie ist. Es ist super fürs Büro im Sommer. Man ist damit angezogen und bleibt schön kühl aufgrund des Stoffes. Ja, und wenn man solche Leinenteile in neutralen Tönen hat, wie beige oder schwarz, dann wirkt das auch immer sehr edel. Also ja, helle Cremetöne, beige Nude-Töne wirken immer sehr edel, gerade im Sommer. Auch ja, Edelsteintöne wie Smaragdgrün, Rubinrot wirken immer edler als sehr leuchtende, grelle Neontöne. Wirkt schnell günstig, vor allem in Kombination mit einem billigen Stöffchen und einem schlechten Sitz. Ich habe die Hose jetzt direkt in zwei Farben bestellt.
Aus meiner Erfahrung hat Mango unter den günstigen Anbietern wirklich die allerbesten Stoffhosen. Wenn ihr euch also zum Beispiel mit einem kleinen Budget für den Job einkleiden müsst, go to Mango. Und das letzte Leinenteil von Mango ist diese Mütze hier. Die ist inspiriert von den Ruslan Beginsky Mützen. Die machen sehr coole, edgy Mützen. Einfach mal was anderes als ganz normale Baseballkappen. Wenn ihr aber nicht so viele Scheine hinblättern wollt, die kosten immer so zwischen 200 und 300 Euro, dann die ist wirklich gut. Ich habe einen Kopfumfang von 56,5 cm. Wenn euer Kopfumfang also irgendwo zwischen 55 und 58 cm ist, dann sollte die Mütze euch passen. Sie ist nicht verstellbar, also wenn euer Kopf kleiner oder größer ist, dann wird die nicht passen. Dann habe ich bei Sarah noch diese von Balenciaga inspirierte Baseballcap gefunden. Gefällt mir auch sehr gut. Ich persönlich gebe nicht so viel Geld für Sommermützen aus. Einfach, weil ich die ständig trage, vor allem im Urlaub, auch im Meer. Und ja, durch das Salzwasser sehen sie dann schnell mal mitgenommen aus. Und wenn sie nicht so teuer waren, dann bin ich einfach entspannter im Urlaub. Wovon ich auch jedes Jahr aufs Neue begeistert bin, sind die Korbtaschen von Mango. Ich liebe Korbtaschen im Sommer, weil sie jedem Sommeroutfit so ein lässig französisches Flair verleihen. Und die Korbtaschen von Mango haben einfach eine tolle Qualität und sind so schön günstig. Die eine hier kostet 39, die mit den pinken Details 49 Euro. Und das ist auch wieder nicht so ein grelles Neonpink, sondern ein eher teuer wirkender, gedeckter Himbeerrosaton, so, jetzt haben wir es. Ja, ist übrigens ein Dupe einer Jacquemus-Korbtasche. Und diese Taschen haben innen noch so ein kleines Baumwollsäckchen, so bleibt der Inhalt vor Langfingern geschützt. Langfinger sagt auch, glaube ich, heute keiner mehr. Klingt auf jeden Fall sehr oldie. Egal. Ja, die Wirkung einer Tasche steht und fällt mit der Hardware. Und bei den Günstiganbietern wird oft bei der Hardware gespart, weil dafür spezielle, teure Maschinen benötigt werden oder es muss viel in Handarbeit gemacht werden. Ich habe das auch schon mal in einem Video erwähnt. Da ging es darum, warum Outfits billig wirken. Ich verlinke das mal hier, falls euch das interessiert. Ja, also so wirken dann goldene Ketten oft sehr billig, weil sie zu stark glänzen, zu gelblich sind. Ja, und bei diesen Korbtaschen, da sind überhaupt keine Gold- oder Silberdetails dran. Einfach Naturmaterialien, Korb und Leder und innen, wie gesagt, das Baumwollsäckchen. Ja, und sie sind perfekt für ein unbemüht lässiges Sommeroutfit. Dann komme ich mal zu meinen Perlen von H&M und starte mit diesem T-Shirt aus einem Seide-Baumwoll-Mix 50-50. Durch den Seidenanteil wirkt das T-Shirt edler, als wenn es zu 100% aus Baumwolle bestehen würde. Ist also super. Im Sommer unterm Blazer sieht lässig aus, aber durch das Material einfach diesen Tick edler und keiner würde darauf kommen, dass es von H&M ist. Das kostet übrigens 29,90. Dann bin ich immer wieder begeistert von den Ledergürteln von H&M. Habe ich euch auch schon oft gezeigt in meinen Videos. Dieser hier hat eine gute Hardware. Wie gesagt, sieht man nicht so oft im Günstigbereich. Ist ein guter Goldton und dieser Cognac-Ton wirkt auch immer edel. Also Cognac lässt ein Outfit, wertet immer ein Outfit auf, wenn man ein paar Accessoires in Cognac-Tönen hat. Und der Farbton passt natürlich zu allem. Ist also wie das T-Shirt ein super Basic für den Job im Sommer. Dann habe ich mir noch diese Scrunchies aus Seide bestellt. Seide ist ja sehr gut fürs Haar, weil es eine sehr glatte Oberfläche hat und somit das Haar nicht aufraut. Und diese Scrunchies sind nicht so ganz so dick wie die von damals. Da fühlt man sich nicht sofort in die 90er zurückgebeamt, wenn man die trägt. Ja, und die gibt es auch in helleren Farben. Also in, ich glaube, ein Taubton und ein Beige-Ton. Also super dezent bei grauen oder blonden Haaren. Die Scrunchies waren 9 Euro noch, was der Gürtel 15,90 Euro, meine ich. So, und dann habe ich mir noch die neueste Version der Dior Booktote von H&M geschnappt für 29,90 statt 2.700 Euro bei Dior. Ich meine, es ist eine Baumwolltasche. Da kann ich dann auch auf den Christian Dior Schriftzug verzichten. Und ich habe mir im letzten Jahr schon eine Version von H&M gekauft und die sieht immer noch aus wie neu. Die habe ich rumgeschleudert wie sonst was. Was mache ich mit meinen Handtaschen? Nee, aber das ist so eine, die man einfach in die Ecke pfeffern kann. Die würde ich jetzt nur nicht vielleicht auf dem feuchten Waldboden abstellen. Aber auch selbst dann würde man sie wahrscheinlich in der Reinigung wieder sauber kriegen, denn sie ist aus Baumwolle. Dann komme ich mal zu den Teilen von Sarah und da zeige ich euch ganz schnell mal eben auch die Flops, damit ihr nicht den Fehler macht, diese Teile zu kaufen. Also dieses Teil hat wirklich den fiesesten Stoff, den ich je angefasst habe. Da habe ich bei der Bestellung nicht aufgepasst. Besteht zur Hälfte aus Baumwolle und der Rest ist kurz gesagt Plastik. Gekauft habe ich es, weil es diesen süßen Knoten hat. Ist immer was anderes. Aber ich habe mich wieder täuschen lassen von den Bildern bei Sarah, die wirklich sehr gut sind im Online-Shop. Da muss man immer noch, die muss man immer so ein bisschen versuchen, in die Realität zu übertragen. Ist nicht so einfach. Aber ihr seht, der Schnitt ist ganz furchtbar. Die Ärmel stehen ab. Das Teil kriegt von mir insgesamt eine Note 6.
Auf Wiedersehen. Sarah, muss man, glaube ich, generell seine Erwartungen ein bisschen runterschrauben. Manche Teile sind wirklich Perlen, andere sind einfach fiese Lumpen, die man dann aus dem Paket rauszieht, obwohl das Teil im Onlineshop aussah wie von Chanel. Mein zweiter Tipp für die Käufe bei Sarah: Lasst euch nicht so sehr von den trendigen Sachen verführen. Das passiert mir leider auch ab und zu. Diese Hose hier habe ich vor 2 Jahren gekauft, im Lockdown, wo man eh nirgendwo hingegangen ist. Und sowas trägt man auch nicht auf der Couch. Habe ich, glaube ich, nur 2-mal oder so getragen, muss ich zu meiner Schande gestehen. Und da ich nichts wegwerfen kann oder weggeben, hängt es jetzt blöd im Schrank rum. Also als Tipp, was mir bei mir aufgefallen ist, mir mittlerweile hilft, ist, ob ich einen Aha-Moment habe, wenn ich das Teil am Kleiderbügel sehe oder an mir selbst im Spiegel. Oft lasse ich mich von Trends so mitreißen, denke, oh, das sieht einfach so toll aus. So, aber selbst im Spiegel ist so, okay. So, wenn ich aber in den Spiegel schaue und ich sage, hossa, das sieht hot aus, dann ist die Wahrscheinlichkeit auch größer, dass ich das Teil wirklich tragen werde. Wenn ihr im Spiegel nicht diesen Aha-Moment habt, zurück damit. Da zeige ich euch noch einen Flop von Sarah, bevor ich zu den Perlen komme. So, diese diese Bluse aus Leinen, die habe ich aufgrund des Materials bestellt. Aber in Natura ist das so ein bisschen Heinz Sielmann meets Orient, hier mit diesen bunten Glassteinchen. Ja, die Farbe lässt mich leider magen-darm-krank wirken und ich vermute 80% meiner Zuschauerinnen ebenso. Steht wahrscheinlich sehr warm Farbtönen. Ist ein sehr warmer Farbton. Also wenn ihr rothaarig seid oder einen Rotstich im Haar habt, dann ist es vielleicht was. Aber ich würde die nicht kaufen, weil diese Glassteinchen sind ganz sicher nicht schleudergangtauglich. Und ja, dann hat man nach 3 Wäschen das Drama und kann das Ding in die Tonne kloppen. Und das wollten wir ja vermeiden. Mein Tipp zu den günstigen Anbietern: lieber einfache, schlichte Teile kaufen, wie die eingangs gezeigten Leinenteile. Alles, was zu aufwendig gestaltet ist, auf Englisch sagt man auch overengineered, das geht bei Zara und Co. meist in die Hose. Ein tolles Teil von Sarah ist dieses Kleid in diesem tollen Pistazienton. Ich liebe diese Farbe. Das besteht aus einem Leinen-Viskose-Mix. Ist auch 20% Polyamid drin, aber damit kann ich so gerade noch leben. Es ist einfach wunderschön. Es fällt wunderschön. Diese Raffung ist auch wieder universell schmeichelhaft. Steht vielen Frauen. Übrigens habe ich das Kleid in S bestellt. Risikobereit, wie ich bin, denn bei Sarah muss man immer 1 oder 2 Nummern raufgehen. Ja, und es fällt sogar zu groß aus. Habe ich noch nie erlebt bei Sarah. Ist es der Beginn einer Zeitenwende? Wahrscheinlich nicht. Übrigens gibt es die Teile von Mango alle bis XXL, meine ich. Die Teile von H&M und Sarah bis XL. Enttäuschend. Ich glaube, von Sarah gibt es auch manche bis XXL. Bitte weiter so. Das Kleid ist übrigens nicht gefüttert. Das wäre jetzt auch zu schön, um wahr zu sein. Es ist aber auch nicht durchsichtig. Das nächste Kleid ist allerdings gefüttert. Ohne Futter wäre es auch ein bisschen zu freizügig. Ja. Und es hat sehr viel Stoff, wie ihr seht. Ich bin ja 1,72 und mir ist es definitiv ein bisschen zu lang. Also es ist kein Maxi-Kleid, aber auch kein Midi-Kleid und man kann es auch nicht kürzen wegen dieser schönen Borte unten. Wenn ihr also etwas größer seid, 1,82 oder ein bisschen kleiner, dann geht es auch als Maxi-Kleid vielleicht durch. Wobei, dann wird die Taille nicht an der richtigen Stelle sitzen. Ja, eher was für große Frauen, sage ich mal. Und ihr habt so einen Hang zur Romantik, dann ist das euer Kleid. Dann zeige ich euch noch dieses Jäckchen, ebenfalls mit Lochstickerei, habe ich euch am Anfang schon kurz gezeigt. Mein Gedanke dahinter war, im Sommer fehlt einem ja oft das dritte Teil im Outfit. Das habe ich schon mal in einem Video besprochen, verlinke ich mal hier, dann seht ihr genau, was ich meine. Ja, oft sind Outfits im Sommer zu schlicht, wenn sie aus 2 Teilen bestehen, ein bisschen langweilig. Und ein drittes Teil gibt dem Ganzen den Kick. Und da ist so eine dünne Jacke eigentlich super als Schmücker, um das Outfit aufzuwerten. Bei mir sitzt allerdings die Taille zu hoch und es ist für meinen Typ auch einfach ein Tick zu romantisch. Wenn ihr kleiner seid als ich, sagen wir mal 1,60, 1,55 und ihr liebt verspielte, leicht romantische Mode, dann könnte die Jacke was für euch sein. Und ich bin jetzt traurig, dass die mir nicht gepasst hat. Ich werde aber weiter Ausschau halten nach solchen dünnen Jacken im Sommer. Ich finde, das ist super und zeige ich sie euch natürlich auch hier, ist klar. Ehrensache. Dann noch dieses Kleid. Der Stoff ist so dünn, dass ich dachte, das muss durchsichtig sein. Es ist auch nicht gefüttert. Es ist aber nicht durchsichtig. Ich war selbst verblüfft, selbst mit schwarzer Unterwäsche. Man sieht einfach gar nichts. Und dieser Stoff, 100% Viskose übrigens, ist sehr schön weich, fließend. Alles, was gut fließt, glatt ist. Glatte, fließende Stoffe wirken immer sehr hochwertig. Absolut bürotauglich. Auch das Muster wirkt sehr hochwertig. Einfach mal ein bisschen was Besonderes. Und dieser Blauton. Ich bin auch so ein Blau-Fan. Also richtig klasse. Das kann man übrigens auch kürzen, weil das jetzt nicht so ein Muster. Das ist ein Muster, das sich wiederholt nach unten immer wieder. Das heißt, das könnte man auch gut um 10, 20 Kilometer, Zentimeter kürzen. Mein Gott, es wird Zeit, das Video zu beenden, glaube ich. Was ich noch gut an dem Kleid finde, ist der halbe Arm.
super, wenn man jetzt im Job zum Beispiel nicht mit nackten Armen rumlaufen will im Sommer. Ja, so und dann zu guter Letzt mein Teil von Sarah, das ich im Urlaub anhatte, diese von Emilio Pucci inspirierte Shorts, sieht eigentlich genau aus wie deren Muster. Deswegen habe ich die gekauft, sieht so schön aus. Das Problem bei solchen auffälligen Teilen von Sarah ist natürlich, dass man sie, man Gefahr läuft, dass man sie an sehr vielen Frauen sieht. Da ist mein Tipp, die Sachen auch mal 1-2 Jahre im Keller, im Schrank liegen lassen oder unterm Bett, wo auch immer, und dann wieder hervorgraben, denn dann trägt sie nicht mehr jeder. Diese wunderschönen Muster von Emilio Pucci sind absolut zeitlos und in 1 bis 2 Jahren tragen sie nicht Hinz und Kunz und seine Schwiegermutter und sein Oma. Schreibt mir mal, welches Teil euch heute gefallen hat und worauf ihr so achtet, wenn ihr bei H&M und Co. einkauft oder ob ihr da gar nicht einkauft. Hier verlinke ich jetzt nochmal das Video zu 8 Dingen, die ein Outfit billig wirken lassen, und wenn ihr Lust auf noch mehr Modevideos habt, dann klickt das Glöckchen, dann verpasst ihr nichts und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann!